Eieiei, das ärgert mich dann. Mensch. Muss ich eine andere Werkbank wieder reinstellen, damit das funktioniert? Das geht doch wohl echt nicht. In der Advanced Workbench soll eigentlich alles gehen. Wenn es allerdings nicht an der Forge geht, dann muss es an einem, auch an einem anderen Teil des Metalworks sein, das wir nicht haben. Ich befürchte, wir brauchen eine größere Schmiede. Wir sollten unsere Schmiede mal umplatzieren. Warum ist da ein Loch? Ich befürchte mal, unsere Schmiede muss woanders hin umziehen. Wie wäre es zum Beispiel hier neben das Labor? Und dann bekommt sie auch entsprechend mehr Raum, dass die Sachen hoffentlich alle reinpassen. Huch, nein, da soll eine Tür hin, dass man auch da reinkommt. Was ist denn das für eine Sauerei da im Ort? Oh Gott, was habe ich denn da das letzte Mal zurückgelassen? Ganzen Leichen da. Da liegt auch noch eine. Weil ich nie so genau in die Straßen reingucke, da. Gut, das Skelett da im Labor, das ist halt stylisch. Ne? Der kann da ruhig bleiben. Ich finde das irgendwie witzig. Also ich hoffe, wir haben... Nee, leider nicht, gell? Leider keinen Platz. Friedhof? Hier. Ja, es müsste echt Sachen begradigt werden erstmal. Vorher wird das nix. Die hacken das da schon weg. Also komm, wir haben bestimmt noch genug Papier für dich. Was ist jetzt wieder los? Käferattacke? Was kann man hier anfragen eigentlich? Irgendwelche Basis-Supplies? Na komm. Wir steigen mal noch auf die 54, wie wir es schon mal hatten. Und nehmen dann jetzt jemand anderen. Baumaterialien. Logs, Clay, Stone. Hätten die viel anzubieten. Was haben die anzubieten? Können eine Science Expo bei ihnen mitmachen. Na, Stahlwerk mit den Erzen ist halt natürlich gut. Bei denen ist es mir nur wichtig, dass die uns nicht angreifen. Ansonsten gehen wir halt aufs Imperium zurück. Hm? Naja, wir können natürlich die hier noch versuchen, auch auf plus 33, also auf ganz gut zu bekommen. Ei, wir haben ein Nest von Safety Beetles aufgescheucht. Die sind jetzt abgehauen. Naja. Käfer, alles klar. Sie sind jetzt für uns nützlich, aber auch... Also Tobias, du bekommst einfach... Du bekommst jetzt eine neue Schmiede. Ach ja, der Radiator ist auch noch nicht aufgebaut, sehe ich.
Der fehlt dann auch noch. Wenn die neue Schmiede steht, packen wir die Sachen da rein. Was sind das hier eigentlich? Auch nochmal Lackbäume. Finde ich sogar gut. Muss ich echt eine größere Schmiede bauen, Mann? Da muss noch eine Tür rein, Leute. Und dann müsst ihr da drüben die alten Einheiten abbauen, damit ich die hier drüben reintun kann. So. Schmiede 2.0. Naja. Keine Ahnung, dann kommt hier halt nochmal eine kleine Baracke hin. Haben wir endlich mal zwei Baracken. Was da schwebt die Kohle da so in der Luft? What? Okay. Strange. Please demolish this building. Thank you. Dann rüsten wir mal die neue Metalworks aus. Das ist allerdings echt so ein Monsterteil. Immer. So. Die Eisenschmiede. So. Hier kommen ja Leute trotzdem noch durch. Beziehungsweise. Das ist ja eine sehr gute Frage. Doch, die müssten da doch noch durchkommen. Ist ja noch ein Feld Platz. Oder? Dann haben wir noch die Advanced. Haben wir noch eine normale Assembly? Kann ich die Maus so da hinstellen? Aber ich glaube nicht, dass es die ist, die ich brauche. Für die Lampen. Jetzt habe ich die eine Dekorwerkbank halt getauscht. Mann. Da kriegen wir Zeug wieder. Und wieder ein Meteorschauer. Uff. Ist ja nicht genug zu tun. Nein. Das ist schon drin. Dann können wir ihm auch Bescheid geben. Wo ist er denn hin? Da ist er, der Tobi. Tobi. Banditencamp? Ja. Die machen uns ja nichts. Die machen uns ja nichts. Schlafen sie halt. Ja gut, dann ist das Ding halt gleich später fertig. Wir haben wieder ein bisschen Hämatit. Bisschen Biervorrat für die Jungs und Mädels. Genug zu essen, hoffe ich. Eine Menge Schwefel, eine Menge Zucker. Der Zucker ist interessanterweise dann doch nicht für den Rum zuständig, habe ich letztens mal so festgestellt. Man braut aus diesen qualitativ schlechteren Alkoholen wie Bier und Shisha und Wein, braut man dann Whisky und Rum und sowas. Habe ich auf meiner anderen Karte festgestellt. Der Whisky wurde, glaube ich, aus dem Bier gemacht. Und Rum aus dem Chicha. Also nicht so wirklich Sinn macht, aber ja. Hallo Hirsch. Ja, die Leute saufen. Aber es ist nie alle. Na, wobei. Da ist jetzt schon fast alle Tische besetzt. Oh, wow, 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 wow. Was war denn das gerade? The Crop Damage.
War das brennender Käfer? Ist ja gerade explodiert. Was war da gerade? Mach schon, zeig's mir. Ich sehe nur, dass da irgendwie wilde Tiere. Meine Leute waren ja gerade nicht draußen. Die haben jetzt garantiert nicht abgeschossen. Oder? Wir haben Crops verloren. Naja, gut. Wir haben noch genug Weizenmehl. Wir könnten sogar mal Brot backen damit. Klingt eigentlich nach einer guten Idee. Oh nee, nicht schon wieder so eine. Ich hab sie schon gesehen. Da ist sie. Aber das ist klar. Das war ja erst vor kurzem der Meteorschauer. Wo sind denn meine Rotmäntel gerade? Ah ja, die kümmern sich schon drum. Die verteidigen mein Farmland hier oben. Oh, die sind diesmal aber sehr nah gelandet hier. Da liegen zwei direkt aufeinander. Ach du meine Güte. So. Da ist auch noch eine. Habt ihr die erwischt? Oder ist die jetzt geflohen? Könnte sein, dass die jetzt geflohen ist. Na gut. Einmal claimen, please. Ab ins Lager. Die Händler sind jetzt leider schon wieder weg. Die sind wahrscheinlich irgendwo. Oh, ja. Die sind an dem neuen Banditenlager vorbeigelaufen. Die Beschützer von denen, die schießen noch fleißig die Banditen ab, aber ja. Dü-dü-dü. Ach, schade. Die passen nicht alle auf einmal rein. So. Hihi. Wenn sie sich da schon so breit machen. Was ist mit dem Trader? Der hat sich gerade Luft aufgelöst. Okay. Strange. Schon wieder Crop Damage. Wollen meine Felder einmauern oder was? Blödes Käferzeug. Na, sie stoppt dich. Oh, schau mal an. Die hat sich wahrscheinlich, weil sie gebrannt hat, ins Wasser gerettet. Was ihr nicht mehr viel gebracht hat. Ist jetzt Ruhe? Waren das erstmal wieder alle? Ja, da oben schwebt noch eine. Da leuchtet noch eine. Macht meine Leute wieder ganz verrückt, ey. Machen sie ihre Arbeiten wieder nicht. Ah. Dort wird auch geflüchtet. Eieiei, okay. Da ist auch noch eine. Es macht gerade keinen Sinn, euch da hochzuziehen, wenn ihr die einzige Einheit seid. Ihr kümmert euch sehr fleißig darum, dass sie sterben. Finde ich gut. Jetzt ist halt Nachtschicht. Muss ich euch den Befehl, da hochzugehen, später geben. Wie sieht es in der Diplomatie aus? Haben wir schon ein paar. Ja, die Claire Hostility bestimmt nicht.
Wenn wir eine Zeit lang keine Bäume fällen. Trader. Ich würde euch ja gerne auch Lobesbriefe schreiben oder so. Da sind noch ein paar Fischmänner. Oder waren Fischmänner. Das ging sehr schnell. Da waren sie tot. Einfach noch so hier, so kurz vorm Schlafen gehen noch ein paar Fischmänner. Die wollen Nerven sägen. Bessere Schwefelextraktion. Ja, warum nicht? Ach, wir hatten die Outdoor-Dekor noch gar nicht. Kopftisch, Kopftisch. Wir hatten Outside-Dekor noch gar nicht. Das will ich noch haben, bevor ich aufhöre. Jetzt haben wir Dr. Besselheims irgendwas von Sulfurverklumpung. Was? Klumpage? Klingt irgendwie nach Klumpen. Okay. Auf jeden Fall wissen sie jetzt, wie man besser mit dem Schwefel umgeht und werden jetzt die doppelte Menge abbauen. Yay! Schmiede 2.0 steht. Nee, das war nicht der Tobi. Ich wüsste gerne, ob er an dieser Werkbank trotzdem was arbeiten kann. Ich werde jetzt da jetzt einen Auftrag hier geben. Da. Und dann werde ich das sehen, weil der hat ja zwei Felder, an denen man diese ihn erreichen kann. Tobias holt sich auf jeden Fall Material. Es funktioniert. Tobias arbeitet in seiner neuen Schmiede, die noch minus 4 Qualität hat. Naja. Aber hey, Schmiede 2.0. Könnte mal jemand die Kohle da noch aufnehmen? Yay! Nein, nicht Mittel anklicken. Er kann da jetzt einfach mal... Ja, jetzt steht natürlich alles anders. Er kann da jetzt einfach weiter Erze schmelzen. Hallo, Autosave. Jetzt haben wir halt ein paar Radiator zu viel. Weiß nicht, ob ich da dekorativ mehr als einen hinhänge. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber diese dubbigen Lampen hätte ich gerne. Was kriegt da das dumme Ding noch? Aber da das Zugang will... Warum auch immer. Kann man das nicht hier irgendwie so dazwischen? Wenn ich das da an die Wand hänge, dann ragt das hin ins Labor. Dann qualmt das da ins Labor rein. Das ist vielleicht nicht so schön. Pack mal das da hin, neben die Werkbank. So, und die anderen können wir tauschen. So. Wo flüchten denn wieder Leute? Da flüchten Leute. Warum wolltet ihr überhaupt da in die... Ah ja, vielleicht um solche Sachen einzusammeln. Meine Güte, sind das viele. Ein verwirrter Report ist mir jetzt Schnuppe. Ich möchte, wo sind meine Redcoats?
ihr seid noch da. Die sind da oben noch nicht safe. Kümmert euch mal darum. Da kümmere ich mich auch gleich drum. Ich hoffe, dass ich diesmal aber auch etwas habe, womit ich was anfangen kann. Na. Wir können ihnen ein paar Rätsel schicken. Und wer schreibt die? Das Logging Agreement habe ich irgendwie so eine Abneigung, ganz ehrlich. Habe ich irgendwo noch Baumfell-Befehle? Nee, nur sammeln. Das ist abgehakt. Ist die Frage, zählt halt unser Lärchenfeld damit dazu? Darf ich die dann auch nicht fällen? Wir haben über 400 Holz. Ja, gut. Dann... Anders sein ich da halt. Und mach das mal mit dem Logging Agreement. Vielleicht kommt ja wirklich was Gutes bei raus. Für 4 Tage dürfen wir nicht mehr. Welchen Tag haben wir jetzt? 72. Das heißt, wir dürfen bis 76, 77 nicht mehr Holz fällen. Können wir überleben? Ah ja, wir dürfen auch unsere Lärchen- oder Bambusfelder in der Zeit nicht hacken. Okay, dann lassen wir das mal mit dem Logging Agreement. Quatsch, ich wollte hier nochmal schauen. Das Logging Agreement haben wir jetzt gemacht. Auf jeden Fall hat es uns plus 10 gebracht, trotzdem. Da ist noch eine. Und ihr rennt von da drüben. Habt ihr jetzt auch da oben aufgeräumt, hoffe ich. Der hat sein Eisen geschmolzen. Was kann ich ihm noch im Auftrag geben? In seiner tollen neuen Schmiede. 9 Kohle haben wir noch. Noch einmal Eisen. Dann soll er halt doch mal das Zink einschmelzen. Warum auch nicht? Eisen ist erstmal wichtiger. So. Blöden Schneckenviecher nerven. So toll es ist, dass man diese Sporen von denen zum Tauschen nehmen kann. Es nervt tierisch. Wie viele hier um uns rumwuseln. Machen wir halt eben andere Sachen. Es dauert noch ein bisschen, bis wir da... Ja, befürchte ich. Das dauert leider noch. Hoppla. Wie sieht's aus? Outside-Dekor. Oder Outdoor-Dekor. Ja. Gib mir Outdoor-Dekor. Ihr habt nichts zu tun gerade. Ihr steht da und macht Schießübungen. Dann lauft doch mal bitte damit, wo der Kö hinläuft. Irgendwas macht ihm da nämlich Angst. Was hat er wieder gesehen, was die nicht sehen?
Die laufen leider nur auf so gerade Stücke. Das ist so nervig. Ah. Kann man euch nur echt flaches Terrain zuweisen? Mann. Verkaufen, Essen ist fertig. Okay, das ist einer meiner Laborer. Wo sind sie jetzt? Ah ja, da haben sie was zu tun. Und da oben verscheucht euch wahrscheinlich wieder eine Schnecke. Puh, halten wir mal das mit dem Logging Agreement. Oha, da ist noch eine ganze Menge rumgekrochen. Wir brennen halt mal den halben Wald weg, aber okay. Wie sieht's hier aus? Ach, der hat gerade nichts mehr zu tun. Können wir dir noch was Sinnvolles zu tun geben? Mindshoringsplanken, Papier. Nee, sieht gut aus. Dann kannst du hier aufhören. Dann wäre jetzt hier wieder. Bräuchten wir wieder jemanden. Muss aber keiner mit Minion sein. Der ist gut geworden mittlerweile durch seine Arbeit in der Mine. Oder, na komm, die Hildred, die hat das mal so schön gemacht. Kann die das ja jetzt einfach nochmal machen. Ich könnte einfach mal hiervon welche herstellen. Weil die werden wir gleich für die Outside-Dekor brauchen. So. Da kommen sie heim. Abends nach fleißiger Schneckenabschießerei. Leuchtet irgendwo noch was? Ach du meine Güte. Fischbörsen? Nee, Longpork. Ah, das könnte von den Banditen sein, die da von den anderen abgeknallt worden sind. Die von den Händlern, Händler-Bodyguards abgeknallt worden sind. Das kann natürlich sein. Was braucht man eigentlich dafür? Ah, okay. Das ist das einzige Sinnvolle. Ja, gut. 5 Wangen, glaube ich, schon mindestens drin. Mal schauen. Aber da war immer noch irgendwas, was mich störte. Die Dewatering Pump. Ventilation Unit. Die blöde Wasserpumpe. Minen. Mein Dewatering Pump, ja. Minenschacht. Dewatering Pump. Ach, die wird in der Keramik gemacht. Okay. Dann suche ich sie natürlich in der Schmiede umsonst. Ja, sobald meine Red Cloaks gefrühstückt haben, könnt ihr da oben Unterstützung bekommen. Keine Sorge. Ich glaube, sie haben gefrühstückt. So. Also das mit der Schnecke haben sie auf jeden Fall mitbekommen. Es sind 2 sogar. Gut. Es geht los. Ja, okay. Ihr kümmert euch drum.
Da sind gerade sehr viele aktiv. Sehr, sehr viele. Oh, du bist da ganz blöd in dem Gras gelandet. Mann. So. Gut, Keramik ist jetzt leider beschäftigt. Mit dem Brickabrack. Da ist noch eine gestorben. Sehr gut. Ein paar Händler werden ganz nett, aber solange die Viecher hier überall so rumschwirren, befürchte ich nur. Wird da leider niemand kommen, weil die dann wieder alle flüchten. Du gehst die zerhauen. Hier oben sind noch mehr Leuchtesporen. Eieieiei. Brauche ich auch niemanden zum mit der Spitzhacke dahin schicken. Du schon wieder. Autosave, alles klar. Eieiei. Aber da ist jemand gut gelaunt hier. Aber was machst du in der Schmiede? Du arbeitest da doch gar nicht. Mit dem Deko-Boost kommen dann mehr Leute und dann können wir auch gerne noch eine weitere Baracke bauen. Da fühlen sich auch ein paar Leute sicherer. Die jammern ja hier teilweise auch. Da kommt halt hier eine Mini-Baracke hin, ne? Irgendeinen ruhigen Moment kann man sie ja vielleicht schon mal hinstellen, aber noch nicht zuweisen. Wir haben ja noch 3 Plätze frei. Her damit. Und der da auch. Na? Claim. Ich höre noch Leute prügeln. Oh, trauen sich tatsächlich welche? Oh, okay. Da trauen sich tatsächlich ein paar Trader. Wie sieht's jetzt aus? Outdoor-Dekor. Oh, noch nicht. Wie weit sind wir hier? Hiram? Schon auf 19. Ich könnte normale Trader noch anfordern. Ach, ich mache jetzt mal Test of Riddles. Wow! Es braucht fast eine Woche, bis der Botschafter von Novorussia antwortet. Scheinbar haben unsere Rätsel irgendwie in Novorussia eine Debatte ausgelöst. Sie haben uns auf jeden Fall eingeladen, öfter miteinander zusammenzuarbeiten. Vielleicht auch öfter mal so den einen oder anderen Haarausraufer an Rätseln vorbeizuschicken. Auf jeden Fall haben wir Respekt gewonnen um 20 Punkte. Okay. Habe ich mir also umsonst Sorgen gemacht da. Na, es ist aber ganz schöner Trubel gerade. Was ist denn los bei euch? Okay, das macht ja gleich 20 Punkte. Interesting. Ja, die ist aber gestorben. Die habt ihr schon erledigt. Die ist auf jeden Fall gut gelaunt, die Gerti hier. Erfolgreiche Schneckentöte-Mission. Ja, ich habe immer noch das Logging Agreement. An das wir uns noch halten müssen. Wir haben versprochen, keine Bäume zu hacken. Und dann halten wir uns da auch dran. So. Wie viel Mais? Wir haben eine Menge Mais. Brauchen wir noch ein bisschen Chicha? Hm?
ich halt wüsste, nach welcher Priorität das dann beim Kochen benutzt wird. Das ist es. Ich brauche mal noch 20 Vorgänge Chicha. Und mach noch ein bisschen. Komm, wir backen mal ein paar Brote für alle. Und dann kann man die Küche eigentlich wieder stilllegen. Oh, den Käfer. Bitte butschern. Käfersteaks. Aber passt auf, dass diese kleinen Knipse da... Da kommen tatsächlich Händler wieder. Ja, cool. Sogar Brickabrack dabei. Und Zucker, mit dem ich jetzt aber nichts mehr anfangen kann. Dem ich weiß, dass man damit keinen Rum macht. Sind jetzt alle da? Ich glaube ja. Ja, Obstkuchen kann ich damit machen oder Meat Pie. Aber. Das fertige Brickabrack nehme ich auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich mit dem Zucker eigentlich nichts mehr anzufangen. Oh Gott, so viele schon. So viele. Ach du meine Güte, komm. Wir haben so viele von denen. Na, dann nehme ich aber doch noch ein bisschen was dazu. So, dann nehme ich halt doch noch ein bisschen Zucker. Danke. Weiß ich sonst echt nicht, was ich damit machen soll. Wie sieht's mit dem Sammelauftrag aus? Fräulein Treepwood hat Angst. Alles klar. Redcoats. Da kommen sie. Oh, und von rechts wird auch gerannt. Das gefällt mir nicht. Alles ergreift die Flucht. Vor was ergreifen sie die Flucht? Vor was? Die reagieren nicht. Ah, da ist sie. Blöde Schnecke. Käfer und ein Tentakel. Okay. Okay, die sind beschäftigt. Und ich hoffe, meine Sammler gehen dann jetzt auch mal wieder da richtig hoch. Okay, die Küche können wir anders heilen. Ja, noch ein Punkt. Outdoor-Dekor. Dem könnten wir auch mal einen schöneren Altar noch reinstellen. Aus dem Steinaltar. Mal diesen riesengroßen, fetten Altar da reinstellen. Noch mehr Banditen. Gut, wenn ihnen das Spaß macht. Also das Longpork haben sie schon mal eingesammelt. Och, da liegen ja auch... Da sind ja auch noch Trauben. Die sind aber erst später gewachsen, ne? Oder waren die da schon? Naja, die könnten auch schon gewesen sein. Komm schon. Forschungslabor. Den einen Punkt noch. Verdammt. Habt ihr Gold mitgebracht? Nee. Doch, ihr habt tatsächlich Gold mitgebracht. Nee. Warum auch nicht? Das gibt's für den... Ah, okay. Aber wir haben jetzt erst über so viele von den Dingern. Bei Gold
Das war auch für irgendwelche Arbeiten wichtig. Irgendwelche Maschinen oder so. Hier ist aufgeräumt worden. Aber das Problem ist, ich muss flatten, ne? Das geht da nichts. Mit Friedhof. Macht das einer von euch? Birdie Golden Boot. Der letztens noch in der Küche stand. Glaube ich. War das nicht Golden Boot, den wir zuletzt in die Küche gestellt haben? Ich glaube ja. Wir brauchen flaches Terrain für den Friedhof. Oh, was ist denn jetzt wieder? Die Eulenschisser. Also spät am Abend brauche ich meine Leute nicht mehr losschicken. Da laufen die eh gleich wieder heim. Da. Der Erasmus macht jetzt Feierabend. Wenn jetzt nichts Dringendes ist, wie jetzt ein Angriff von wieder einer Horde Fischmenschen. So, jetzt kann ich mal diese blöde Pumpe machen. Die Mine. Bevor ich wieder vergesse, dass die in der Keramik gemacht wird und nicht im Metal. Ich habe so eine eigentlich auf meiner anderen Karte gebaut. Na. Autosave. Darf ich jetzt bitte gucken, ob ich jetzt die Punkte für Outdoor-Dekor habe? Please. Komm schon. Nicht wieder abstürzen, bitte. Nix, nix, Mäntel. Outdoor-Dekor. Was ist das da jetzt? Nochmal Mining Speed plus. Okay. Endlich, Outside-Dekor. Oh Gott, ist das ein langer Text. Für eine Weile hatten unsere Forscher schon die Idee für sowas Neues wie wie Außendekor. Allerdings trug das erst Früchte durch diese komische Erfindung von diesen Palmer Stokes von tetrakaidekahedronalen Schrauben. Bitte wahr? Also auf jeden Fall irgendwelche besonderen Schrauben, mit denen man Dinge an die Außenwände von Gebäuden festmachen kann. Die ist so klein, dass wenn man sie einmal fallen lässt, man sie auf dem Boden nicht mehr wiederfindet. Und es ist auch ziemlich schwer, sie wieder abzuschrauben. Alles klar. Wenn, behebt auch die Sorgen gegen Vandalismus und, naja, den Rest kann man sich selber zurechtlesen, alles klar. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie wir die Outdoor-Dekor machen, wie zum Beispiel Schächte, Rohren an der Metall-Dekor-Werkbank machen können. Und ich hoffe auch die Lampen. Kosten allerdings ziemlich viel Brickabrack und können nur auf der Außenseite von Gebäuden angebracht werden. Ja, wodurch sie halt eben im Innenraum keinen Platz brauchen. Genau das wollen wir ja. So. Yes. Die Exterior Wall Lamp. Mit 30 Bricks kriegen wir fünf Lampen hin. Die bringt uns immer eine Verbesserung von. Wobei ist das dieselbe? Die sieht halt anders aus, deswegen.
Die sieht halt hier so aus. Bringt halt plus 1 Qualität. Die auch. Vielleicht ist es aber auch nur wie die typische, wo die so zwei verschiedene Gestalten haben. Oh, ich will jetzt von diesen Dingern welche haben. Dann höre ich auf. Schon wieder Nacht? Nee, es ist noch die gleiche Nacht, oder? Ah, jetzt können wir Flatteries schreiben. Sehr schön. Das wollte ich vorhin eigentlich auch schon. Sind wir jetzt auf 41. Sehr schön. Dann sind wir mit denen auch im grünen Bereich. Schade, dass man das mit den Fischmenschen da nicht auch noch hier mit rein. Im Foreign Office. Aber ich glaube, die schreiben nicht so gerne irgendwelche diplomatischen Briefe. Gut, mit den Banditen sind wir nicht grün. Kriegen wir bestimmt auch noch hin. Kriegen wir bestimmt auch noch hin. Eine ungewöhnliche Karawane wurde gesichtet. Wenn sie sich zu nah rantrauen, kriegen sie Ärger. So, jetzt will ich aber echt von dieser blöden Lampe 5 Stück haben. Auf, Tobi! Lampen! Eine können wir ja auch an deine Schmiede packen. Oh, Hostile Fish Person, ich sehe es schon. Das war hoffentlich kein Brot, das du hier von daheim mit nach draußen geschleppt hast. Naja, okay, wenn der dir so hinterher rennt, befürchte ich, dass der eher... dass du ihm das Brot weggenommen hast. Das wäre ich auch ein bisschen sauer. Alles klar. Der ist sauer, weil du ihm das Brot geklaut hast. Jetzt haben wir endlich diese blöde Pumpe. Trotzdem. Apropos, die können wir auch einbauen. Büb. Passt die eigentlich da so nebendran? Nee, tut sie nicht. Schade. Oder ich hab's nur... Nee. Ich befürchte, die passt da echt nicht hin. Nee, wegen dem Hügel. Passt die da nicht hin. So. Weil ich da so dappig den Buckel da drin habe. Schon wieder. Verkaufen. Händler fliehen. Leider. Das ist doof. Wir haben wieder Fischmenschen, die hier Randale machen. Mann. Ja gut, wenn man das... Warum habt ihr dem auch das Brot geklaut? Da liegt noch ein Longpork. Ist die Karawane so nah hier vorbeigelaufen, dass ihr die jetzt da abgemuckst habt? Ihr flüchtet, da stört euch wieder irgendwas. Wir haben eine weitere Ebene freigeschaltet. Oh, sehr schön. Albertine, legst du den mal bitte hin? Dass ich da... oh Gott, du sollst ihn nicht gleich begraben. Du solltest ihn nur hinlegen, aber okay. Gut. Ja, so. Dadurch, dass wir jetzt die Pumpe da drin haben, können wir jetzt tiefer graben. Das klingt natürlich auch perfekt. Super. Da gibt es nämlich jetzt Kohle. Ich glaube, Sand und Schwefel und so haben wir jetzt echt genug. Da können wir doch mal eine Ebene runtergehen. Der schläft noch. Hey, aufstehen, gell? Fauler Sack. Arbeit machen. Wo sind meine Rotmäntel wieder? Hier.
oh Gott, in verschiedene Richtungen. Macht den Leuten den irgendwas bei Angst. Mine brauchen meine Shorings. Ich habe doch das eine Mal so einen kleinen Vorrat gemacht. Ist der schon weg? Ist nicht dein Ernst, dass das schon weg ist. Hallo? Ich habe euch gesagt, ihr sollt da hochgehen. Sind die echt alle schon weg? Nee, verarsch mich nicht, das sind noch. Meine Güte, stell dich nicht so an. So. Lampe! Ja, die sehen einfach nur unterschiedlich aus. Dann packen wir jetzt eine Lampe an die Außenseite. Ja, okay, da passt leider nicht. Dann wenn wir es drehen. Wie nicht? Ah, dann machen wir sie halt dahin. So. Jetzt glücklich. Neben der Tür wäre natürlich schöner gewesen, aber ja. Darf ich sie wenigstens hier neben die Türen machen? So, bei dem fehlte und bei dem hier. Ja, so schön so hier zwischen die Fenster und die Tür. So, dann haben wir 5 Stück verteilt. Damit fällt das auf minus 1. Das müsste plus 4 werden. Fehlen immer noch ein paar Punkte. Ja. Dann hänge ich dann halt doch noch Wäscheleinen auf. Dann müssten wir auf die entsprechende Qualität kommen. Die Sammler gehen sammeln, das ist gut. Leslie ist aus irgendeinem Grund sauer. Geht aber trotzdem da hoch zum Sammeln. Ja, sehr schön. Ein paar Leute sind wütend. Und noch eine tote Spore. Wenn man das so sagen kann bei einer Spore. Sehr schön, wir haben endlich Exterior Lamps. Baut ihr sie auch fertig? Oh, ich glaube, die da ist fertig gebaut. Die leuchten so schön. Ja. Nein. Müsste dann da nicht plus 4 stehen? Die sind noch nicht gemacht. Leute, Lampen hinhängen. Aber pronto. Die sieht aber nicht mehr durchsichtig aus. Die ist wohl aufgehängt. Trotzdem nur plus 2. Och, komm jetzt. Sollte doch auf minus 1 besser werden. Ist doch nicht euer Ernst. Jetzt habe ich mich so auf diese Lampen gefreut und dann funktioniert es nicht. Verbessern die nicht die Building Quality von dem Gebäude, an dem man sie anbringt? Das ist doof. Sehen hübsch aus, aber es ist doof. Könnte natürlich auch ein Bug sein jetzt.
Also auf dem Lager sind sie nicht mehr. Ups. Irgendwie wird das nicht updated. Das ist doof. Oh, da kommen noch mal Händler. Naja, zumindest. Wie sieht es denn noch? Ach, eine Spore ist aufgewacht. Mitten bei unserem Lager. Bitte macht sie platt, bevor sie Blödsinn einstellt. Ich wollte gerade gucken, wie es mit den Eisendingern für den... Oh, ja. Ich befürchte mal, da müssen wir ein paar machen. Geben wir die noch in Auftrag? Eisen? Oh, da geht unser ganzes Eisen wieder drauf. Ach, verdammt. Wir brauchen 2 Stück für einen Eimer. Bei 3 Eimern sind 6 Stück weg. Die brennt schon. Haben die Leute... Oh nein! Explosion im Lagerhaus. Runtime Error. Die Explosionen haben das Spiel gerade zum Absturz gebracht. Ach du meine Güte. Lag das an so einer Spore jetzt? Okay. Ja, ist okay, Spiel. Ist okay. Ich wollte ja dann sowieso aufhören. Wir haben ja gerade noch einen Autosave bekommen. Ich will aber einen festen Save. Ja, weil Autosaves werden gelöscht. Nein, Spiel, da musst du jetzt durch. Da muss noch ein fester Save her. So. Weil Autosaves werden immer überschrieben. Das ist der letzte Autosave. Heieieiei. Sind so das eine Mal auch mir die Leute gestorben? Weil da gab es ja auch irgendwelche Explosionen im Lager. Und dann, puff, lagen da ein paar Tote. Das kann sein. Na komm, lass uns wieder rein. Hoppala. Das ist jetzt bevor die Spore erwacht ist, ne? Okay. Läuft das jetzt? Ja? Den Befehl gebe ich nochmal neu. Genau, es war... Der hat das entdeckt. Macht da auch nochmal. Dann ist eine Spore aufgewacht. Das ist allerdings ein Zufallsereignis. Ich weiß, ob das jetzt nicht, ob das immer noch so feststeht, dass das jetzt nochmal passiert oder nicht. Die Leute gehen frühstücken. Ah ja, Glas ist fertig. Kennst du auch noch einen neuen Auftrag? Was geben wir dir noch für einen neuen Auftrag? Das halt, Leute, beschäftigt sind bis nächstes Mal. Wir haben immer noch mehr Sand. Wir haben aber auch genug Glas. Könnten ein ganzes Gewächshaus damit machen.
Ich suche die Glasflaschen. Ah, hier. Okay, dann machst du nochmal Glasflaschen. Kannst du eigentlich 20 Glaspanes zu Flaschen verarbeiten? So. Bist du eine Weile beschäftigt? So. Meine Güte. Noch ein paar Sachen durchchecken. Wenn wir nach Supplies fragen, wird es allerdings minus 2. Ja, kann ich mal machen. Bevor die Punkte verschwendet sind. Aber dann muss ich da wieder aufbessern. Da fehlen noch 2 Punkte. Auf die warte ich jetzt nicht mehr. Supplies ordered kommen in 2 Arbeitsschichten. So. Du bringst Getränke rüber. Und da rennen natürlich wieder alle. Na gut. Aber jetzt möchte ich gerne einen festen Safe machen. So. Und dann höre ich doch auf. Ganze Abstürzerei da heute. Ist ja furchtbar. Aber wir sind ein bisschen vorangekommen. Außendekor. Advanced Workbench in der Schmiede. Neue Schmiede. Mit der Mine sind wir tiefer. Sachen verbessert. Läuft doch gut. Nur Lagerplatz habe ich irgendwie so Bedenken. Ob das ausreicht irgendwann noch. Muss ich mal überlegen. Für heute ist aber Schluss. Es ist jetzt schon 21:15. Bin noch ein bisschen, doch ein bisschen K.O. von heute. Das langt. Ich will ja noch mal streamen diese Woche. Da sollte ich es nicht übertreiben. Ich habe ja auch noch einen Tiersitter-Auftrag. Da soll ich natürlich auch nicht schludern, weil ich müde bin. Also deswegen werde ich jetzt ins Bettchen gehen. Wer dabei sein möchte, am Donnerstag Super Mario Land. Freue mich drauf. Vor allem auf den zweiten, den ersten, ne, den mochte ich noch nie so wirklich. Aber je nachdem, wenn mein Schatzi wirklich zum Brettspielerabend geht, haben wir mehr Zeit. Dann können wir nach dem ersten auch gleich den zweiten spielen. Schauen wir mal. Ansonsten spiele ich nur den ersten. Und dann halt den zweiten nächste Woche. Mal schauen. Für heute ist aber Schluss. Ich bin weg. Wir sehen uns, gell? Ciao, ciao.